Hallo, Freunde der Sonne! Ja, wir sind auf der Jagd nach den Beeren, dass wir sie finden und essen. Und vielleicht auch nicht, oder hoffen wir mal nicht dran verrecken, weil irgendwas hier nicht stimmt. Ich meine, wir haben ja schon die ganze Zeit immer nach den Beeren gesucht, weil wir dachten, die sind schon drin, aber war ja nicht so. Jetzt sollen sie wohl drin sein, aber ich finde keine. Wir rennen hier ja schon eine ganze Weile durch die Gegend und es sieht nicht so toll aus. Ich finde keine. Ich versuche echt mein Bestes, aber es will einfach nicht fruchten. Sagen wir es mal so. Es will nicht fruchten. Aber kann das sein, dass der Boden irgendwie jetzt sowieso mehr Pflanzen beherbergt als sonst? Ich kann mich noch erinnern, dass das nicht so füllig war und dass da auch sehr viel Pilze waren immer, die man gesehen hat, und das war's dann auch. So waldmäßig. Bären? Keine Bären. Nichts, nichts. So, offenes Gelände. Gefährlich, gefährlich. Ich glaube, es ist auch nur einer drauf, aber es ist trotzdem gefährlich, weil, wie gesagt, ihr kennt das ja. Ich ziehe die Leute förmlich an. Was steht denn da? Hä? Ich ist doch falsch gelaufen. Nein, sind wir natürlich nicht. Wir laufen jetzt einfach da runter. Irgendwann kommen die Schienen und dann heißt es Schienen bergauf. Irgendwie sollen ja auch schon die Kaninchenkeulen hinzugefügt worden sein. Und Wildschweinfleisch oder Keulen oder was weiß ich. Aber man kann es halt noch nicht abbauen von den Viechern. Wenn man es mal so nennen darf. Man kann es halt noch nicht aus den Viechern rausholen. Na, ist mal so. Geht halt gerade nicht. Noch nicht. Und dann, wenn es dann kommt, dann kann man dann die auch kochen. Mit dem Wasserkocher und so weiter und so fort. Und dann hat der auch mal eine Daseinsberechtigung. Ich kann mich noch erinnern am Anfang, wo es hieß, man kann daraus mit einer Flare und dem Gasding und Panzertape man daraus eine Granate machen. Ich hab's bis jetzt noch nicht probiert, aber ich bin mir sicher, dass es nicht geht. Ich habe ja noch nie einen gesehen, der mir eine Granate vor die Nase geworfen hat. Und ich bin schon auf viele Leute getroffen. Aber ich bin gespannt. Wird bestimmt auch irgendwann kommen, dass man dann solche Sachen auch machen kann. Aber bis dann wird dann wahrscheinlich auch irgendwas hinzugefügt worden sein, dass man hier Fallen aufbauen kann für Leute. Und wenn man dann da reinläuft, dann verreckt man elendig. Aber hoffen wir mal, dass ich nicht in so eine Dinger reinlatschen werde. Weil ich ja so unglaublich aufmerksam bin beim Rumlaufen. Ich würde ja sagen, ja, also wenn ich jetzt nur von den Pflanzen hier leben wollen würde, würde ich hier verrecken, wa? Das wird nicht so gut laufen. Lauf! Ah, wir haben noch keinen Herzinfarkt gehabt. Wir können rennen. Ohne Ende. Ja, ich bin auch sehr gespannt. In den Zelten kann wohl oder soll jetzt wohl auch wieder ein bisschen mehr droppen. Könnt ihr euch ja erinnern, am Anfang, da war ja immer alles voll mit Loot in den Zelten. Beim Airfield. Da war ja jede Menge Schund drin und jetzt war ja gar nichts mehr drin die letzten Tage. Oder die letzten Monate. Oder was weiß ich. Da war ja gar nichts drin. Überhaupt nichts zu finden, nichts zu kriegen, gar nichts. Und das hat schon so ein bisschen, war schon so ein bisschen scheiße. Wenn man hier nicht mal irgendwie Aufsätze für die Waffen findet und, ja, sich da tagelang durchquälen muss, bis man dann mal einen Long Range findet und dann wird man letzten Endes abgeschossen, weil das Long Range gar nicht so genau zielt. Das war immer so ein bisschen scheiße, aber hat
will man machen. Es ist halt, wie es ist. Ich gucke hier gerade mal rüber. Vielleicht haben sie hier auch irgendwas Neues hinzugefügt an der Straße. Aber sieht nicht so aus. Wir waren ja da mal an Ecken dran gewesen, wo ja, wo schon alles betoniert war, der ganze Weg und asphaltiert, aber dass nichts da stand. Oh, guck mal, da sind Garagen. Da gehen wir mal hin. Vielleicht finden wir da was. Oh, hier ist ein Fußballplatz, so mitten im Nirgendwo. Also so wirklich im Nirgendwo. Ein paar Garagen. Ich weiß nicht, wo da der Sinn hintersteckt, aber das soll mir ja auch egal sein. Vielleicht kommt ja hier noch irgendwie eine Stadt hin oder so. Obwohl ich das nicht glaube, weil es einfach im Moment nicht vorbereitet ist dafür, das Gebiet hier. Aber ich lasse mich überraschen, vielleicht kommt ja was. Na komm schon, lauf. Stell dich nicht so an. Sogar alle zu. Ja, also. Er will da nicht rüber. Er sagt klipp und klar, ist nicht. Gut. Dann gehen wir halt außen drum. Und schauen mal rein. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Okay, ein Wollhemd. Das glaube ich neu. Ein Bajonett. Für die Mosin. Kann ich leider nicht aufstecken, weil ich habe ja schon den. Wie heißt das Ding? Den Kompensator drauf. Brecheisen. Mein Handy blinkt. Aufzublinken. Was haben wir hier? Was bist du denn? Bestimmt so eine Winter... Genau, Winterhand am Pens. Die kennen wir schon. Mit Handschuhe. Aber ist euch aufgefallen, dass der sich jetzt noch nicht einmal beschwert hat, dass er Hunger oder Durst hat? Das ist gerade echt verwirrend. Nicht darum? Aha. Für den Revolver so ein... Schnelllader, Speedloader. Uff. Eine Säge. Ein Regenumhang. Könnte vielleicht gar nicht so. Sag mal, habt ihr das hier auch gesehen, was hier liegt, Alter? Was denn das? Was soll ich denn mit einer Mistgabel? Ich frag gar nicht. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwelche neuen Waffen finde, ja. Ja gut, eigentlich zählt das Ding ja auch als Waffe. Ich glaube nicht, dass man hier den Boden umflügt. Da steckt schon wieder ein Bajonett in der Wand. Noch eine. Könnte ich Toto und Petsy hier gleich voll ausrüsten mit den Dingen. Oh. Standbein. Damaged. Und. Born. Meinst du es besser? Eins ist besser. Mein Gott, so viele noch. Ein Helm. Dann einmal ein Naked. Handschuhe. Und eine Dose. Ach, weißt du was? Wenn wir schon sonst nichts finden, nehmen wir schon die Dose mit. Auch wenn er nie Hunger und Durst hat. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Das ist gut. Worn Gloves. Worn. Nehmen wir mal die, weil die sind dunkler. Und je dunkler man gekleidet ist, desto besser. Ich weiß nicht. Ach, zur Sicherheit nehmen wir das mal mit. Kann ja sein, dass da irgendwas Neues gibt. Von ich noch nichts weiß. Und dann habe ich so ein Ding dabei und sage dann, yay! Ich habe es. Ich kann es euch zeigen. Wie ich mich hier direkt aufhänge in der Garage. Mit meinem wahrscheinlich vollkommen unnützen Seil.
schließlich da? Weapon Flashlight. Ja. Gut, das haben wir. Und ein Mützi. Noch eine Dose. Ich finde hier ständig jetzt hier diesen Speck. Was weiß ich. Speck aus Dosen. Speck in Dosen. Speckigen Speck. Boah, jetzt wird es draußen auch hell. Boah. Gut. Dann haben wir das jetzt durchgewühlt und begeben uns weiter in Richtung großen Flugplatz. Aber ich werde jetzt hier einen Cut machen. Das wird die Folge wieder viel zu lang. Ich weiß, es würde euch gefallen, wenn die viel zu lang werden würde, aber ich mache das nicht, weil dann habe ich so viel zu schneiden und so lange hochzuladen. Und wenn ich dann mal mehr Zeit habe, dann werden die Folgen sowieso alle länger. Wenn ich mal mehr Zeit habe. Gucken, wenn ich Urlaub habe oder so. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Und abonnieren ist nicht schwer, ein Klick und ihr seid immer dabei mit allem Zeug, was es so gibt, alles, was ich hochlade, alles, was kommt. Und es kostet euch kein Geld, ja, also wir sind hier nicht bei irgendwelchen SMS-Firmen, ja, wo wir hier für ein Abo 5,99 € verlangen, nein, das ist absolut kostenlos. Gut, also bis zum nächsten Mal, tschüss.